Was ist die Verantwortung für den illegalen Grenzübertritt Aserbaidschans? Nach dem Gesetz über die Staatsgrenze der Republik Aserbaidschan ist die Staatsgrenze der Republik Aserbaidschan die Linie, die Grenzen des Staatsgebietes der Republik Aserbaidschan, Land und Wasser, Untergrund, Meer und Luftraum für die vertikale Fläche entlang dieser Linie definiert. Die Staatsgrenze der Aserbaidschanischen Republik ist die territoriale Grenze der staatlichen Souveränität Aserbaidschans. Über Personen, Fahrzeuge, Ladungen und anderes Eigentum, die die Staatsgrenze der Republik Aserbaidschan überschreiten, wird Grenz- und Zollkontrolle ausgeübt. Der illegale Grenzübertritt der Republik Aserbaidschan ist das Überschreiten der Staatsgrenze ohne festgelegte Dokumente oder außerhalb der Kontrollpunkte der Staatsgrenze. Der Artikel 318 des Strafgesetzbuches der Republik Aserbaidschan, der illegale Grenzübertritt des Staates, ist eine Straftat und wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft. Gegenstand der Straftat kann eine natürliche Person sein, sowie ausländische Staatsbürger und Staatenlose, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Haben Sie ein Visum für Aserbaidschan? Ein Visum ist ein zeitweiliges offizielles Dokument, mit dem Ausländer und Staatenlose berechtigt sind, die Republik Aserbaidschan gemäß dem festgelegten Verfahren über die Kontrollpunkte der Staatsgrenze einzureisen und zu verlassen und sich für den im Visum angegebenen Zeitraum im Land aufzuhalten. Ausländer und Staatenlose, die in die Republik Aserbaidschan einreisen, müssen ein Visum gemäß der festgelegten Verfahren erhalten. Ein Ausländer oder Staatenloser, der die Republik Aserbaidschan besuchen möchte, beantragt persönlich oder über einen Vertreter der diplomatischen Vertretungen und Konsulate der Republik Aserbaidschan im Wohnsitzland oder in Drittländern ein Visum.